Liebe Musikfreunde, heute am runden Tisch haben wir ganz hohen Besuch und darum habe ich mir heute eine ganz nette Co-Moderatorin eingeladen. Das ist die Ulrike von den Himmelstürmern. Ja, vielen Servus Dank. Ulrike, Hallo. schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Dankeschön, ja, gerne. Und im Mund sitzt einer der ganz, ganz Großen in der Musikbranche, der Chef der Polda, Franz Griesbacher. Grüß dich, Franz. Servus, freut mich, ja. Ich muss ja sagen, du machst ja schon so lange Musik. 1968 bin ich auf die Welt gekommen und da hast du angefangen mit dem Polda Quintett, glaube ich, ja, zu musizieren. 4 Jahre später gab es dann offiziell die Poldauer. Eine lange Geschichte, viel Musik. Ja, wir haben sehr früh begonnen, also mit der Schulband, ich mit meinem Bruder Erwin und die Nachbarsburschen, da haben wir uns zusammengeschlossen. Das war immer unser Traum, dass wir einfach eine Band gründen. Inspiriert wurden wir von der Ortskapelle. Wir haben auch die ersten Instrumente geborgt gekriegt von der Blaskapelle in Poldau. So war es möglich, weil die Eltern haben nicht das Geld gehabt, ein Instrument zu kaufen. Und ja, und dann war es halt immer wieder so, andere sind auf dem Fußballplatz und haben Fußball gespielt und wir wollten halt in die Probehalle und unbedingt eine Band gründen. Das ist eine lange Zeit, aber wir haben als Kinder begonnen und nach wie vor haben wir die Freude daran nicht verloren. Also ich tue es so gern wie am ersten Tag. Ich muss dir sagen, persönlich freue ich mich ganz besonders, dass du bei uns zu Gast bist hier, weil ich muss dir mal kurz eine Geschichte erzählen. Mein Vater, der war bei jedem Musikantenstadl mit dabei, damals bei Karl Moik. Und ab und zu hat er mich mitgenommen. Und einmal waren wir mal in der ORF-Kantine gesessen und dann hat mein Vater gesagt, schau mal da um, das sind die großen Poldauer. Und mein Vater lebt seit 3 Jahren leider nicht mehr, aber der, wenn er halt wüsste, dass du da bist, würde er sich wahnsinnig freuen. Der schaut uns sicher zu, da bin ich ganz überzeugt. Ich kann mich auch noch erinnern an das Gesicht, an deinen Vater. Aber wenn er gesagt hat, die großen Poldauer, dann wirst du ihn wirklich großartig korrigieren, das höre ich nicht so gern. Also mich freut es, wenn uns einer mag, aber ich habe es ungern, wenn man uns so groß macht und so das Getue mit dem Stargehabe, das habe ich gar nicht so gern. Momentan seid ihr auf Tournee? Ja. Mit eurer neuen CD? Wir sind ja praktisch das ganze Jahr auf Tournee. Ne? Wir sind sehr fleißig, weil es ist ein großer Haufen, jeder will Ende Monat ein bisschen was in der Hand haben. Und da muss einem tüchtig sein, dass für jeden ein bisschen was überbleibt. Und da sind wir halt ununterbrochen unterwegs und versuchen halt die Hallen zu füllen und die Menschen eine Freude zu machen. Ja, bei so einem Marathon, wie ist es eigentlich, wenn man immer unterwegs ist, braucht man auch mal ein bisschen Auszeit. Wo könnt ihr euch die Auszeit holen? Bei der Familie oder habt ihr andere Hobbys, wo man sich ein bisschen entspannen kann, auch mal neben dieser ganzen Action jeden Tag? Ja, in erster Linie die Familie, das ist für mich die Oase, wo ich mich am besten erhole. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Familienleben, also sehr intensiv, würde ich damit sagen. Also meine Frau unterstützt mich sensationell die ganzen Jahre, wo ich unterwegs bin. Die Kinder, die leben auch mit und freuen sich mit uns. Und die Zeit, die ich habe, verbringe ich natürlich am liebsten dort. Die Freizeit, was mir dann da bleibt, mache ich sehr gern Ausdauersport. Das ist meine Leidenschaft. Und wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, dann bin ich ein Vielleser. Das ist so, sind so meine Hobbys. Aber wir entspannen uns aber auch sehr gut. Nach jedem Konzert ist es ein bisschen so Tradition, dass man sich im Hotel trifft, in der Hotelbar, so einen kleinen Absacker mit den Gästen. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie die Zeit auf der Bühne. Und dafür ist das bei uns wirklich richtig Tradition. Und viele Freunde und Fans, die warten förmlich drauf, dass man sich nachher in der Bar trifft. Also nicht, um da ausgiebig Alkohol zu konsumieren, das ist bei uns nicht der Fall. Aber so einen gemütlichen Absacker, das genießen wir und da entspannen wir uns wirklich sehr gut. Also seid ihr so richtig fannah dran, man kann euch richtig hautnah erleben und auch mal mit euch ein schönes Das dürfen wir behaupten. Ich glaube, da gibt es wenige in der Branche, die das so extrem pflegen wie wir, weil es uns Spaß macht. Das ist jetzt keine Schwerarbeit für uns, weil wir Freude daran haben. Man trifft gute Freunde, man trifft Fans, die uns da vergöttern und Spaß haben an unserer Musik und an uns. Und wir lernen immer wieder interessante Menschen kennen. Man darf sich da nie selbst so hoch einschätzen. Man weiß nicht, wer sich da verbirgt. Oft sind Menschen sehr unscheinbar, aber dahinter ist eine ganz, ganz interessante Person. Das stimmt. Du sagst schon, deine Familie unterstützt dich musikalisch auch und da wäre es ganz interessant zu wissen, deine Kinder, die beiden sind eventuell auch musikalisch ein bisschen Beide. Aktiv, ja? Also aktiv, sie machen es hobbymäßig. Die Tochter, die Elisa, hat 8 Jahre Klavierunterricht gehabt oder mittlerweile sogar 10. Der Sohn, der Marvin, der ist begeisterter Gitarrist und ein AC/DC-Fan, das ist seine Musik. Aber wenn ich eine ehrliche Meinung brauche über das, was wir produzieren, da gehe ich sehr gern zu meinem Sohn Marvin, weil der sagt mir ganz genau, was er empfindet. Er hat ein sehr gutes Gefühl. Er sagt ja ganz genau, dieser Titel gefällt mir,
das gefällt mir. Und dann so, ah, das gefällt mir wieder nicht so. Und ich verlasse mich da sehr gern auf sein Gefühl, weil er geht da richtig in die Tiefe und das schätze ich. Das ist irgendwie für mich immer ein Maßstab, wie schaut das ein junger Mensch mit Abstand an. Okay, also wurde es ihm von dir auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dieses Musikalische. Bei dir eventuell auch schon die Eltern musikalisch unterwegs gewesen? Weniger, absolut weniger. Ich glaube, meine Frau ist sehr musikalisch. Die haben einen Familienchor vom Allerfeinsten. Also das ist wirklich eine musikalisch sehr talentierte Familie. Und ich muss ehrlich und fair sein, ich glaube, wenn die Kinder musikalisches Talent haben, dann kommt es eher von der Seite von meiner Frau. Ich fühle nicht, dass ich so ein großes Talent bin. Ich mache es sehr gerne, habe mich immer bemüht, aber ich kenne rings um mich herum Menschen, die sind viel talentierter, die checken viel schneller. Ich brauche immer für alles länger. Und dann, wenn ich es kapiert habe, dann bin ich sehr gründlich und sehr verlässlich. Aber ich bin jetzt nicht das Riesenausnahmetalent, das glaube ich, das darf ich nicht behaupten. Von aber mir. Der Spaß ist dabei. Jetzt muss ich mich kurz fragen, wenn der Sohn ICD-Fan ist, was hast denn du eigentlich für Vorbilder? Was bist du eigentlich für ein Musikfan in deiner Freizeit? Ja, ich höre jede Musik gern, also es kommt auf die Stimmung drauf an. Aber Vorbilder habe ich ganz viel. Für mich ist jeder ein Vorbild, der einen eigenen Weg geht. Das schätze ich unglaublich. Was ich nicht mag, das sind die Abkupferer. Da gibt es so Beispiele, ich kann mich noch erinnern, in der ganzen Laufbahn, ich war ein großer Fan von Slavko Ausinek. Also Original Oberkreiner, das war für mich ganz was Großes, das war ja auch der Einstieg. Und ich bin heute noch stolz drauf, dass ich damals als Kind erkannt habe, dass das was Außergewöhnliches war. Das waren irrsinnig gut ausgebildete Musiker mit einem unglaublichen Herz, das spürt man. Wie die musiziert haben, das hält heute noch mit, da kommt ja keiner ran, der die Musik macht. Und das war immer ein Vorbild, nur ein Beispiel. Und es gibt die ganze Laufbahn, hab ich immer geschaut, wo geht jemand seinen eigenen Weg, wer denkt sich was dabei und wer verfolgt das mit Herz und Seele. Und das erachte ich als Vorbild. Aber wenn einer nur das nachläuft, was gerade aktuell ist, das habe ich nicht so gern. Und meistens ist das auch Harakiri, das führt ja zu nichts. Wenn irgendein Trend ist, ich kann mich erinnern, es hat gegeben, Zillertaler Schürzenjäger, das war ein Boom, großartig, ich bin mit denen gefreut, dass sowas möglich ist. Aber da haben alle diese Schiene gemacht, denn die waren eigentlich alle relativ erfolglos. Oder ist ja wurscht, ob dann alles geklungen hat, wie Andrea Berg, die sind ja alle ins offene Messer gelaufen. Jetzt versucht man vielleicht, was weiß ich, die Helene Fischer zu kopieren, aber das gibt's ja alles schon. Man sollte die Größe haben, man sollte sich mit diesen Künstlern freuen. Die ebnen ja auch unseren Weg, aber ich glaube, die Selbstständigkeit ist sehr wichtig. Und ich versuche da meine Visionen und meine Träume, die ich so habe, die möchte ich einfach umsetzen und da versuche ich, einen eigenen Weg zu gehen. Man muss einmal eins wissen, auch der Franz Griesbauer ist ein Organisationstalent. Wenn jetzt Musik, die Polder, der eine kommt aus Bregenz, der andere kommt aus Seefeld, du kommst aus der Steiermark, dann glaube ich, kommt dann aus Vorarlberg. Ja. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ihr seid hunderte von Kilometern auseinander. Ja. Wie funktioniert das eigentlich von der Kommunikation her? Ja, ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich eingebettet bin in einer Gruppe, die sehr vernünftig sind. Die wissen genau, um was das geht. Da hat keiner irgendwie so eine verrückte Vorstellung, sei es jetzt Geldforderungen oder sagt, das mache ich nicht oder das ist mir zu schlecht. Wir sind von klein auf gewachsen und deshalb weiß jeder genau, es geht nur, wenn wir zusammen was machen, jeder zu seiner Zeit. So ist es auch auf der Bühne. Also ich glaube nicht, dass ich so ein großes Organisationstalent bin. Ja, vielleicht. Der einzige Trick, was ich mache, ist, das, was ich wirklich im Herzen empfinde, das sage ich offen und ehrlich. Ich lobe, wenn mir das wirklich gefallen hat und ich meckere, wenn ich sehe, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, das wissen auch meine Kollegen, ich will mir kein Denkmal aufstellen, sondern ich will nur den ganzen Haufen ans Ziel bringen. Das ist alles. Und sie vertrauen mir und ich glaube, das ist der größte Pluspunkt, den ich habe. Man muss ja sagen, die Polder gibt es ja nicht nur seit einigen Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren. Und ihr habt viele gesehen, die was mit euch gekommen sind, die schon lange nicht mehr da sind. Ja. Das ist oft eine sehr schnelllebige Zeit in der Musikbranche. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt sieht, 68 habt ihr euch gegründet, 20 Jahre später ist eigentlich erst der erste Fernsehauftritt in Deutschland gekommen. Ja, das, wie ich vorher gesagt habe, uns ist nichts in die Wiege gefallen. Wir haben wirklich Stufe für Stufe erkämpfen müssen.
Und wir haben auch gelernt, hinten anzustehen und warten, bis die Zeit reif ist. Und der größte Pluspunkt, das habe ich schon vor Jahren in Interviews gesagt, war, dass wir von den Eltern gelernt haben, bitte, danke und grüß Gott. Die Phrase ist oft abgekupfert worden und haben andere dann auch verwendet. Aber das war bei uns wirklich so. Das war, was uns die Eltern mitgegeben haben. Und ich glaube, noch etwas haben wir mitgekriegt aus der Kinderstube, das ist eigentlich unbezahlbar. Und zwar hat man uns beigebracht, dass es ein unglaublich schönes Gefühl ist, wenn man sich für einen anderen freien kann. Und das habe ich immer eingesetzt. Heute noch, wenn ich jemanden sehe auf der Bühne, ob der jetzt extrem populär ist im Moment oder nicht, wenn mir das gefällt, was er macht, dann kann ich mich mitfreien und dann erzähle ich das auch und sage, oh, da bin ich richtig Fan. Oder wenn ich gesagt habe in Fernsehinterviews, wenn man mich gefragt hat, wen magst du oder bist du? Und dann habe ich zum Beispiel mal gesagt, als Schlagergruppe und Schlagerkünstler habe ich gesagt, ich bin zum Beispiel ein Fan von Brunner und Brunner. Die sind fast vom Tisch gefallen. Ich habe gedacht, ich habe da ein Konkurrenzdenken. Das ist ein kompletter Blödsinn. Die Lieder haben mir immer dermaßen gut gefallen und wie die das gemacht haben und die eigenständige Linie, das habe ich immer bewundert und so könnte ich mehrere aufzählen, wo ich sage, da freue ich mich richtig und mir fällt kein Zacken aus der Krone. Denn ich glaube, ich werde dadurch nicht stärker, indem dass ich andere schlechter mache. Und das ist der größere Unsinn, was in der Branche hin und wieder vorherrscht. Also wenn man sich für andere freuen kann, ist das was Wunderbares, wenn man das mitkriegt hat. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal rein in ein wunderschönes Lied von den Paldern. Für immer und ewig hab ich geschworen, dass ich bei dir bleib. Als alles anfing, dachte ich noch, nur ein kurzes Spiel auf Zeit. Mit den Waffen der Frauen hast du mich umgehauen, verdammt, ich liebe dich. Ich will dich spüren, niemals verlieren, du hast mich eiskalt erwischt. Ich lieb dich immer noch, immer mehr, immer zu, bis in alle Ewigkeit, alles was ich brauche bist du. Ich will dich immer noch, immer mehr, immer zu, wir sind's dem Himmel so nah, versinken in Träume der Nacht. Ich lieb dich immer noch. Mit dir durch die Sterne der Nacht, nur der Mond schaut zu. Der Engel, der über uns wacht, hält uns zusammen immer zu. Was für mich wie ein Traum, der Liebe begann, hält ein Leben lang. Die Sehnsucht nach dir vergeht nicht in mir, das Feuer der Liebe bleibt hier. Ich lieb dich immer noch, immer mehr, immer zu, bis in alle Ewigkeit, alles was ich brauche bist du. Ich will dich immer noch, immer mehr, immer zu, wir sind's dem Himmel so nah, versinken in Träume der Nacht. Ich lieb dich immer noch. Ich will dich immer noch, immer
lieb dich immer noch. Ein neues Lied von den Paldauern. Heute ist er bei uns zu Gast, Franz Griesbacher. Ich muss sagen, 1991 Showband des Jahres, die Paldauer. 1994 war sie ja 2 Monate lang Platz 1 in den Charts. 1995 dreifacher Sieger bei der ZDF-Parade damals, gell? Du weißt ja Bescheid, ich mich staune, muss ich direkt mit Endlich mit. Du. Ja, genau, richtig. Das war richtig, ja, Alfons Weindorf-Titel. Ja. Jetzt muss ich mal sagen, du hast viele Hits geschrieben, oder ihr habt viele Hits schon gehabt. Gibt es ein Lieblingslied von dir, wo du sagst, das ist mein Lied, das ist Paldauer? Ja, da gibt es viele. Wie gesagt, ich habe alle ausgesucht oder abgestempelt, dass wir die machen. Es kommt jetzt darauf an, in welcher Richtung. Ich habe zum Beispiel ein Lieblingslied, das heißt Mein kleiner Sohn. Das ist, da ist die Geburt und meine Gefühle zu meinem Sohn Marvin sind da drinnen verewigt. Man kann es aber auch umlegen auf die Tochter Elisa, aber es heißt jetzt halt Mein kleiner Sohn. Das ist eines, das ich unglaublich liebe. Dann gibt es ein zweites, das heißt In guten und in schlechten Zeiten. Das beschreibt die Situation und die Zeit, die ich durchgemacht habe mit meiner Frau, als ihr nicht so gut gegangen ist. Und da haben wir das Ganze gemeinsam recht gut gemeistert. Und deshalb sind mir diese zwei Lieder, die sehr emotional sind, sehr ans Herz gewachsen. Gibt es ein verrücktes Erlebnis, was du mir gehabt habt, wo du sagst, da will ich nicht mehr drüber nachdenken, oder ein lustiges Erlebnis? Ja, zum Beispiel bei der ersten Fernsehsendung, das war die Deutsche Schlagerparade in Baden-Baden. Eine Produktion von Dieter Thomas Heck und der Jürgen Treff, so hat sie moderiert. Und wir waren natürlich sehr nervös, das erste Mal in einer deutschen Fernsehsendung. Das war 1988, eben mit Tanz mit mir Corinna. Und wir sitzen dort und warten auf unseren Auftritt. Und so wie die Ulrike, neben mir sitzt ein Gitarrist, der da permanent rumgefudelt auf seiner Gitarre. Und das war von der Gruppe Kalkowski aus Berlin, das habe ich mir noch gemerkt. Der sagt dann zu mir, was machst du denn hier? Ne? Dann sagt er, ja, wir sind auch in der Sendung. Dann sagt er zu mir, das, was ihr macht und so wie ihr daherkommt, ihr werdet in Deutschland nie Erfolg haben. Und dann habe ich gedacht, ich war total baff, denke ich, was ist denn das für ein Volltrottel, dass der sowas sagt, ich eh nervös bis zum geht nicht mehr. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte war ja, wir haben diese Sendung gewonnen und von dem Kollegen habe ich leider nie mehr was gehört. Habe ich mir gedacht, siehst, man kann den Mund auch zu voll nehmen und da sollte man immer vorsichtig sein. Ich war damals schockiert, aber ich habe aus dieser Situation auch sehr viel gelernt und ich kann dem Kollegen nur dankbar sein. Ja, und die Paldauer gibt es immer noch und das jetzt auch mit ihrer neuen CD. Jetzt können wir es mal wirklich hier reintun. Immer noch heißt sie. Ja. Gell? 13 neue Lieder. Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, also wirklich mit Liebe und mit Herzblut produziert. Viele Liebeslieder, aber eigentlich war doch diese CD gedacht für Mütter, oder? Ja genau, deshalb ist es ein bisschen länger gegangen. Wir wollten, da wir die Möglichkeit im Musikantenstall gehabt haben, das Album zu präsentieren zum Muttertag, also eine Produktion speziell zu diesem Thema produzieren. Aber dann haben wir gesagt, nein, es ist jetzt doch so, nehmen wir einen Muttertagstitel drauf. Ansonsten, die Fans warten schon so lange, jetzt fast 2 Jahre, auf die neue Paldauer CD. Wir müssen durch und wir können die nicht enttäuschen. Dann haben wir den Kompromiss gemacht, 12 tolle Schlager plus einen Muttertagstitel. Also ich danke dir Mama und ich glaube, das war richtig und die ganze Produktion hast immer noch. Und da hoffe ich und wünsche mir, dass das viele, viele Schlagerherzen erreicht. Ja, ich denke auch, da werden die Mamas alle stolz sein und sich sicherlich die CD von euch definitiv kaufen werden. Weil so viel Zielstrebigkeit, die ihr eigentlich habt, die ganzen Jahre schon, gibt es doch sicherlich trotzdem noch Träume und Wünsche, die ihr irgendwo im Auge noch habt, sicherlich für euch. Was steht als nächstes an? Was wollt ihr noch erreichen? Ich würde mir wünschen, dass das Album immer noch gute Verkaufszahlen abliefert. Vielleicht wird es auch Gold in irgendeinem Land, vielleicht auch irgendein Platin. Das wäre natürlich ganz was Großes, ein großer Wunsch in der heutigen Zeit. Ansonsten wünsche ich mir, dass uns täglich ein paar Fans mehr entdecken, dass das langsam, aber stetig weiter wächst. Denn das ist das Beständige überhaupt. Ich halte nichts davon, wenn etwas auf einmal explodiert und dann unmittelbar drauf wieder wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Also ich wünsche mir, dass wir noch lang diesen Job machen können und dass es uns der liebe Gott gibt, dass es möglich ist, viele Menschen noch glücklich zu machen. Jetzt muss ich mal dazu sagen, in der Musikbranche wird immer viel getrunken eigentlich. Du weißt das ja selber, Wein, Schnaps, Bier und so. Und jetzt habe ich gehört, dass der Franz ein Teeliebhaber ist. Absoluter Teeliebhaber. Das ist mein Lieblingsgetränk. Es gibt so viele Teesorten und Tee kann man ja richtig zelebrieren. Und es gibt mittlerweile, das kann ein richtiger Genuss sein, hinsitzen und eine Tasse Tee genießen. Also das liebe ich über alles. Ich trinke keinen Kaffee,
Ich bin absolut ein Teetrinker. Ehrlich? Ja. Das finde ich immer klasse. Weil ich ein guter Wirt bin, habe ich mir gedacht, ich möchte natürlich hier nicht den Trocknen stehen lassen. Ja, ich habe ein paar verschiedene Teesorten heute mitgebracht. Ja, das ist zum Beispiel Teekultur, so wie ich das liebe. Das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Was ist dein Lieblingstee? Was trinkst du gerne? Schwarztee mehr? Nein, ich trinke sehr gerne grünen Tee oder Kräutertee. Verschiedene Kräutermischungen. Aber wie gesagt, das Rooibos, Vanille habe ich gern. Ich habe es aber sehr gern naturbelassen. Mhm. Wenn es zu viel chemisch behandelt ist, dann habe ich es nicht so gern. Also wenn sie richtig natürlich sind, schmecken sie mir am besten. Und ich trinke es auch ohne Zucker. So habe ich es gerne, ich habe mich da dran gewöhnt und ich liebe das. Und vor allem, das tut mir gut. Du bist ja ein ganz bodenständiger Typ, haben wir gesehen. Du bist ja immer noch daheim in Poldau, gell? Wie groß ist das Poldau? Mit Leib und Seele. 800 Seelendorf, also das Ganze hat 2000 Einwohner. Poldau ist eine sehr kleine Ortschaft in der Südoststeiermark, südlich von Graz, das ist da in der Ecke. Man kennt vielleicht Riegersburg, Bad Gleichenberg, das sind so die bekannteren Städte. Feldbach ist die Bezirkshauptstadt und da 7 Kilometer dran liegt ein kleiner Ort Poldau. Und ich sage immer, Poldau ist ein Königreich, denn rundherum liegt Österreich. Nein, es ist ein ganz lieber Ort und da sind noch, das ist noch nicht vom Tourismus überlaufen. Die Menschen sind sehr gastfreundlich, also wenn du da mal hinkommst, ich würde mich freuen, lade euch gerne mal ein. Du würdest dich wohlfühlen, weil wie ich sehe bei dir da, das ist ähnlich wie bei uns in Poldau. Nur so einen großen Luxus haben wir uns noch nicht erarbeitet, wie du da hast. Aber es ist bei uns sehr gemütlich und es wird dir gefallen. Ich muss ja sagen, am Land zu wohnen ist schon was Schönes, gell? Ja, das tut gut, wenn man das gewohnt ist, wenn man Platz hat, keine Parkplatzschwierigkeiten, man kennt den Nachbar, man trifft sich hin und wieder, vor allem das Ritual, das Sonntägliche, wenn ich daheim bin, ich gehe zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche, das taugt mir. Erstens gehe ich gerne in diesen Kraftplatzkirche, da kann jeder denken, wie er will, ich liebe das, ich halte mich da auch fest, bin jetzt nicht unbedingt für ein Religionsfanatiker, aber für mich gibt es einen lieben Gott, der mich beschützt und da drinnen finde ich, habe ich richtig Zeit, mich mit ihm zu unterhalten. Und nachher kommt das Wichtige, dann gehe ich mit meinen Schulkollegen, mit Nachbarn und mit ganz normalen Leuten, die ich richtig ins Herz geschlossen habe, gehe ich dann zum Wirt, frühschoppen, trinke meinen Tee und da wird ein bisschen tratscht und das gehört dazu, genauso wie die Bräuche. Ich brauche Weihnachten, da will ich daheim sein, ich brauche das Osterfest, ich brauche Pfingsten. Das ist mir unglaublich wichtig, dieser Rhythmus, dass ich weiß, wo ich mich jetzt im Jahr genau befinde. Genauso wie die 4 Jahreszeiten, über alles liebe. Ich kann mir nicht vorstellen, Weihnachten in der Karibik, das ist für mich schwer vorstellbar. Irgendwo, ich liebe die Karibik auch einmal zur Erholung, aber es gibt so Momente, da will ich daheim sein in Poldau und das ist mindestens Weihnachten und Ostern, da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich glaube, das ist, was auch die Österreicher und die Bayern gemeinsam haben, dass sie noch ihren Brauchtum, ihre Tradition noch pflegen, da sind Wurzeln da. Und ich glaube, das macht dieses Land auch stark. Das gehört auch so und es ist ja beschämend, wenn hin und wieder über die Schlagermusik oder Volksmusik gelästert wird oder sogar über die deutsche Sprache. Da kriege ich die Krise, da kann ich richtig grantig werden. Weil das, wenn ich meine eigene Kultur, das eigene Land verleugne, also da hört es irgendwo auf. Und da muss ich schon sagen, also da bin ich einer, der jetzt wirklich sich kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, alle, die das tun, die sollen einmal darüber nachdenken, ob sie da überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Wir haben sogar die Verpflichtung, unsere Bräuche zu pflegen und zu hegen, weil das sollten wir ja weitergeben, auch für unsere Kinder. Auch die sollen das irgendwie so erleben können. Ich finde das unglaublich wichtig und ein bisschen Nationalstolz gehört schon her. Aber wir leben in Ländern, ist wurscht, ob man jetzt in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, wir leben im Zentrum vom Luxus schlechthin. Die Infrastruktur ist nirgends so perfekt. Also darf man da schon erhobenen Hauptes durch die Welt gehen und zeigen, wo man herkommt und mit Stolz Deutsch sprechen. Eure neue CD immer noch hat 13 Titel. Gibt es davon einen ganz besonderen, der dir am Herzen liegt, wo du sagst, da verbindest du irgendwas Besonderes mit? Ja, zum Beispiel, ich danke dir, Mama. Ja. Das ist zum Beispiel an meine Mutter ein Lied, das kann man genauso interpretieren, wie es der Text ausdruckt. Mhm. Da ist alles gesagt, was man eigentlich seiner Mama schuldig ist. Also wirklich tiefsten Dank, der gefällt mir aus dieser Sicht sehr gut und aus der Tatsache heraus, dass sie im Vorjahr zweimal schon mehr im Himmel war als auf Erden. Dafür bin ich sehr dankbar, dass sie das überlebt hat
und wieder sogar Konzerte besuchen kann. Und dafür liebe ich das Lied über alles und es ist auch meiner Mama gewidmet. Und sie kommt auch mit zu Konzerten, ist sie ab und zu mal dabei? Sie war letztens im Musikantenstadl als Gast dabei. Das hat mich sehr gefreut. Und sonst, wenn wir in der Steiermark kein Konzert haben, dann ist sie anwesend. Ansonsten weitere Reisen unternimmt sie nicht. Ihr habt noch einen Titel drauf, und zwar Glaub fest an mich, my love, mit einer Duettpartnerin sogar. Ja, mit einer sehr charmanten Duettpartnerin, mit der Geraldine Olivier. Mhm. Und das Reizvolle, sie hatte dieses Lied auch geschrieben. Aha. Und sie hat uns dann kontaktiert und gesagt, ihr habt ein wunderbares Duett, hört's mal rein, ich würde das gerne mit euch machen, ich würde es gerne mit Renato singen. Ich habe das reingehört und ich musste es nicht einmal ganz durchhören. Also Vers und Refrain habe ich gewusst, das ist ein Spitzenlied. Muss ich wirklich ein Kompliment machen an die Geraldine Olivier. Das ist ihr absolut gelungen. Mhm. Und auch sie hat sich als Duettpartner den Renato ausgesucht. Passt auch optisch hervorragend ins Bild. Wir machen dann so praktisch den Rahmen dazu. Und wir kriegen auch eine Fernsehsendung, wo wir den präsentieren dürfen. Bei Wenn die Musi spielt, werden wir das machen. Und ich glaube, das dürfte sehr gut rüberkommen. Auf jeden Fall ein Lied, was absolut ein Farbtupfer auf das Album gibt, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Schlagerfans wirklich sehr berührt. Geraldine Olivier, Grand Prix-Siegerin der Volksmusik auch, die nette Schweizerin, hat ihren ersten Fernsehauftritt hier beim Singen im Wirt gehabt. Da hat sie damals am Samstag in Wien den Grand Prix gewonnen und am Freitag drauf war sie bei uns bei ihrem ersten Live-Auftritt. Und da hat sie noch nicht einmal so viele Lieder gehabt, so 7, 8 Lieder. Und haben wir das Nimm dir wieder einmal Zeit, hat das Lied geheißen, hat sie damals dann, glaube ich, 10-mal wiederholt. Und die Leute waren total begeistert und war wirklich eine klasse Sache. Schau, das wäre eine gute Basis. Ich bin heute da bei dir. Vielleicht können wir nächstes Jahr für Österreich im Eurovision Song Contest antreten und da gewinnen. Genau. Spaß beiseite. Ja. Ich muss sagen, jetzt haben wir eine super Musik, einen guten Tee und jetzt machen wir noch was Gescheites zum Essen. Ja, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Wenn du schon so eine Teekultur hast, dann bin ich richtig gespannt, was da kulinarisch bei dir überhaupt noch passiert. Was ist denn die Lieblingsspeise? Was isst denn gern so? Ja, das weiß die ganze Welt. Also ich bin ein Pilzfanatiker. Also ich liebe Pilze in jeder Weise. Steinpilze gebacken oder Shiitake-Pilze oder wie sie alle heißen. Das mag ich einfach irrsinnig gerne. Dann mache ich jetzt meinen Vorschlag. Jetzt mache ich mir ein richtig schönes Filetstück, dass du ein bisschen Kraft hast für heute Nacht. Mag ich auch sehr gerne. Mit schönen Schnammel dazu, schöne Brokkartoffeln aus dem Gäuboden. Hast du heute noch was vor? Oh, das klingt gut. Ja, ich freue mich schon, dass ich hoffentlich auch ein leckeres Gericht Wünsche bekomme. Wenn du heute nichts mehr vorhast, dann gibt es von mir was Schönes mit Knoblauch. Oh. Nehme ich so Garnelen in Knoblauch, weil ich weiß, dass du gerne Garnelen isst. Ja, gell? Und ein bisschen schönen Reis dazu. Und ich esse was Anständiges. Einen scheinen Schindelbraten. Das riecht jetzt aber so lecker. Bevor wir es jetzt kalt werden lassen, würde ich sagen, fangen wir an. Und ganz kurz aber noch für unsere Zuschauer im Internet natürlich zur heutigen Zeit bekommt man ja alle Informationen, wo genau kann man die nächsten Termine, Veranstaltungen von euch erfahren? Ganz einfach www.baldauer.at. Okay, da drauf gucken und schauen, wo wir euch gibt's immer erleben das darf demnächst. Sehr schön. So ist es. Und ich würde sagen, wir stoßen mal das erste Mal an. Für euch jetzt zu Hause nochmal ein wunderschönes Lied von den Baldauern. Stefan, ich danke dir für die Gastfreundlichkeit. Dass du mal bei mir zu Gast bist. Ja, ich komme gern wieder, weil das ist ja überdimensional, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also kulinarisch sensationell und die Gastfreundlichkeit, das ist ja wie in der Steiermark, also unglaublich. Ich kann mich nur herzlich bedanken, komme jederzeit gerne wieder. Danke, Ulrike. Danke dir. Danke, Stefan. Und euch jetzt noch viel Spaß mit einem neuen Liter Paldauer. Prost. So keck, manchmal zu laut, man pfeift dir nach, hey toll gebaut, und du lächelst cool, bist verliebt in das Leben, bist voll Humor, manchmal kokett, voll Zärtlichkeit, nicht nur im Bett, und ich frag mich oft, kann es so viel Glück geben? Ich steh auf dich und weiß genau, du bist seit Jahren meine Frau. Oh, nicht mehr 20 und doch, die Power spüren wir noch, die Lust auf das Leben, ja, die Lust auf das Leben. Oh, nicht mehr 20, egal, die Lust ist phänomenal.
Zeit, der letzte strahlt. Du singst mit mir, so ist das halt. Lass uns tanzen gehen. Du bist echt unbeschreiblich. So stark und froh, voll Übermut. Wenn du mich küsst, das tut so gut. Und dein Dekolleté, fast verboten, so weiblich. Wir fühlen uns wie einst im Mai. Ein bisschen reifer, nichts dabei. Oh, nicht mehr 20 und doch. Die Power spüren wir noch. Die Lust auf das Leben. Ja, die Lust auf das Leben. Oh, nicht mehr 20, egal. Die Lust ist phänomenal. Lust auf das Leben. Oh, nicht mehr 20 und doch. Die Power spüren wir noch. Die Lust auf das Leben. Ja, die Lust auf das Leben. Oh, nicht mehr 20, egal. Die Lust ist phänomenal. Auf das Leben, haben Lust auf das Leben.